Willkommen, willkommen, Turtles in Time. Erster Teil, Konami. Ach, damals haben wir noch gute Spiele gemacht, wa? Ja, damals war es noch toll, auch das Logo war schön. Ja. Ganz wichtig, ach nee, erstmal der Vorspann, das Intro. Ja, still jetzt. Natürlich. Dieser Mode 7-Effekt, traumhaft. Raphael ist eh der Beste, ne? Das wollte ich gleich mal klarstellen. Leo. Nee, das ist Quatsch. So, hast du den Konami-Cheat gerade eingegeben? Ja. Gut. Ich hoffe, wir werden sehen, ob du es gemacht hast, richtig gemacht Ach, hast. bestimmt. Weil der, hallo, Sir. Sogar ohne hinzugucken. Oh! Ja. Hört, hört! Na so. So, jetzt gucken wir erstmal, ob du das hoffentlich gemacht hast. Weil wir brauchen natürlich. Natürlich hast du es nicht richtig gemacht. Was? Ich habe Das aber alles richtig eingegeben. machst du jetzt gleich nochmal. Wir gehen nochmal Ich raus. sag, der Controller ist nicht angeschlossen. Ich gebe dir gleich, ja. So. Jetzt nochmal eingegeben. So. Und wieder falsch wahrscheinlich. Ich habe nichts gesagt. Also. Ja, doch, Ja! siehst du, also. Woo! Also, wir machen natürlich auf Hard, weil wir Ja, alles klar. sehen wollen. Außerdem Ja. machen wir da 5 Continues. Control machen wir natürlich auf Special A. Das heißt, du weißt Bescheid, Special. Also, Ja, okay. ist halt ein Special, ne? Nee, Ja, ja. der kostet aber Energie. Also, Ja, taktisch einsetzen, nur falls du okay. mal in Bedrängnis bist, ne? Ja. Ansonsten, bla bla bla, haben wir Ich habe aber in alles. der Steuerung früher nie was umgestellt. Ja, aber Special, ob YB gleichzeitig drücken, ist Quatsch, wenn ich dafür auch A drücken kann. Gut. So, damit das jetzt hier mal, ne? Ja. Es geht los. Aber das Es mit geht. zwei Tasten greifen und bei der Spezialattacke ausführen, das erinnert mehr an Beat'em'ups. So, wir machen jetzt weiter. Das wollte ich noch mal anmerken. In Ruhe. Ja. Ich nehme So, natürlich ich Leonardo, den coolen. nenne Raph, ja, ganz klar. Ja. So. Wow. Ja, macht so Ha ähnlich wie du, siehst du? ha ha. Er hat auch so eine gesunde Gesichtsfarbe wie ich. Apropos. Oh. Ja, auf geht's. Also ich unterstütze dich, ja. Mach in etwa das, was ich mache, und dann geht's schon gut. Dumm labern und Leben verlieren. Ja. So, hast gesehen hier. So geht Ja, ich hab's das. gesehen. Zack. Das gibt übrigens So. 3 Punkte, ne? Aus dem Rauswerfen gibt 3 Punkte normal, gibt 1 Punkt. Und hin und her hauen. Ungefähr. Ja, so ist wieder 3 Punkte. Hin und her und gibt 2 Punkte. Und bei 100 Genau. Punkten gibt's. Richtig, ein Ja, ein Leben. Leben. Wirst du viele von brauchen. Ja, um Ja. dich da rauszuholen, mein Ja, Freund. ja. So. Was cool ist, die Animation, wenn man hier getroffen wird. Ja. Fantastisch, oder? Das war eben nicht mal Absicht, glaube ich. Natürlich war das Absicht. Weil das so cool aussieht. Einer muss es ja machen. Ja. Ah! So. Authentisch, wenn man auch das Geräusch vom Controller hört. Ich bin Ja, hoffentlich. gespannt. Wir warten erstmal mit der Pizza. Lass mal noch ein bisschen. Warte, lass sie erst rauskommen. Ja, klar. Alle rauskommen. Lass Ich sie mach doch die so hier. fertig. Willst du doch nicht so feige das Fass da aktivieren, oder? Das gibt Natürlich! Punkte. Ja. Wenn schon ein So. cooles Fass da ist, dann muss man das auch nutzen. So, Pizza, komm, nimm. Brauche ich die? Ich nehme die nächste. Wir haben beide Na gut, ungefähr. also. So, einwandfrei. Kommt mal jemand hier? Da. Schön von beiden Seiten gewamst hier. Wie oft haben wir das schon durchgespielt im Leben? Schon mindestens 3 Mal. Ja, okay. Bei Nee, mir kann also. man noch eine 0 dranhängen, dann oder Ja. zwei Nullen, dann. Also ich, ja, das. Wenn man überlegt, damals hat es in der Videogames, glaube ich, nur 79 Punkte. Ist ja, da Skandalös, würde ja. man heute sagen, Konami ist doomed. So viel zahlst du heute fürs Modul, oder? Aha, wenn du Glück hast, ja, Ja. zahlst du nur 79. Also letztens auf der Retro-Börse, als ein Kumpel sich das gekauft hat, der wollte, weiß gar 100,
20 oder was wollt ihr haben da? Fürs Modul. Ja, komplett. Komplett, okay. Komplett. Ja. Aber nicht MINT. Nö. Oh, nee. Pizza. Ja, der hat mich gehauen, ja. Ich prangere das an. Würde ich auch tun. Oh, guck mal, 2 Punkte und 3 Punkte. Ja, das geht ja wie Spätzlebacken. So. Da kommt er gleich. Ist das Gegner. Da im Hintergrund eigentlich ein Hubschrauber? Soll das ein Hubschrauber sein, der da in der Luft hängt? Oder was ist das? Oder ist das eine Brücke? Das sind die Außerirdischen aus Independence Day. Als Kind dachte ich immer, das ist ein Hubschrauber, aber es könnte auch eine Brücke sein. Es ist gerade der rote Balken davor. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Brücke, weil... Das ist übrigens H.P. Baxter. Und jedes Mal, wenn man den haut, spricht er in der europäischen Version Hyper Hyper. Ja, ich wollte gerade sagen, wo kenne ich doch den Namen, oder? Ja, fragt immer, how much is the turtle? Mhm. Scheiße. Komm her, du so. Unhold. Schaffst du den auch ohne mich? Natürlich. Ja. Dann nicht das erste Mal, mein Freund. Gut. Ja, warum haust du den jetzt? Oh, das muss ich doch wieder, ja. Ja, du triffst ja nicht, deshalb. Ich geh. Ich hab ihn nur mal hier zur Raison gerufen. Au! Hat er gerade gesagt? Ja, kriegst noch ein paar hier, mein Freund. So, auf jetzt. Zack! Gleich war's das. Letzter Schlag. Zack, und komm. Den hast du eben schön Special hinterher. Ja. Ah, ja. Warst du das? Was denn? Ja, bestimmt. So. Wer sonst? Ja. Aua, Banga! Ah, schön. Super, wir sind so fantastisch. Falls sich übrigens jemand fragt, warum wir bei einem Slogan von 101% Nintendo ausgerechnet Turtles in Time machen, das hat... Das sollte man mal erklären, ja, das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, aus Gründen. Ja. Nee, also, ist halt eine, wir machen halt, wollen so Spiele machen, die auf Nintendo-Hardware unnütz. Die auf Nintendo Hardware gelaufen sind oder noch laufen, halt alles, was da so rauskam. Und das bietet sich halt an hier, ist nicht allzu lang, da kann man mal ein bisschen was testen. Und natürlich der wichtigste Grund, wir können nachher noch Pizza bestellen. Ja, genau. Das ist der eigentliche Grund, ja. Und warum 101? 100% Nintendo, 1% Konami, oder? Nein, die 1% ist für dich als Sonic-Fan. Okay, bisschen was Spaß. Ja. Ja. Jetzt Vorsicht, ja. Nee, ist wenn du was Blaues schlagen willst, hier fliegen gefahr durch die Luft, ja. Außerdem hat dein Turtle eine blaue Farbe, ja. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Das ist Indigo. Nee, das, egal. Ja, hast du jetzt erklärt, nee, gell? Nee, ich glaube, es fehlt noch. Ja, Also 101. Ja. Dalmatine. Richtig. Der heilige Gral aller NES-Spieler, 101 mhm. Dalmatiner. Mhm. Ich nehme die Pizza. Ja, ist besser. Was soll das heißen? Nee, eigentlich Donkey Kong, oder? 101%? Ja, ja. Ja, ja. 100% kann ja jeder. Mhm. Wir machen halt 101% und als erstes Spiel Konami-Spiel. Da passt alles zusammen. Außerdem, ich sag mal so, das Internet, da ist kein Platz für die Wahrheit. Ja, nee. Das sowieso nicht. Ich hoffe, wir quatschen hier nicht zu viel. Ne, warum? Vielleicht wollen die Leute lieber das Spiel sehen, hören. Aber da seid ihr hier an der falschen also Adresse. Der Soundtrack ist schon sehr, sehr gut von dem Spiel. Ja. Ja, ich werde auch dazu singen bei Gelegenheit. In der extra Aufnahme dann. Ja. Da ist der Berat. Ab. Auch abseits des Kanals. Ab 1000 Klicks. Oder wir machen so, ab 1000 Klicks gibt es eine Version, wo ich nicht singe. Ja, okay. Das sollte die Klickzahlen hochtreiben. Also du kannst ja in den Tiefen des Internets machen, was du willst, gell, aber... aber nicht wir wollen ja hier auch gewisse... Ja, wir wollen Standards. Ja seriös sein irgendwo. Och, ich bitte dich, seriös. Ja, oder? Nee. Natürlich. Zack, zack, bumm. Zack, zack, bumm. Ja, nimmst mal hier die Pizza mit, oder was? Ja. Ist das eine Pizza? Ja, ist eine Bombenpizza, eine natürlich. Bombenpizza, okay. Da oben, die kannst du nehmen. Ja, oh ja, das wird Zeit gerade. Oh, ich habe gerade mal geguckt, das da unten war nichts. Weil ich dir immer helfen muss. Guck mal, ich habe schon wieder 202 besiegt. Ich habe übrigens jetzt erst Leben bekommen. Ich glaube, du hast nicht 202 besiegt, du hast nur Punkte. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich habe 202 Punkte. Dein Lügengebilde zerbricht hier schon wieder. Genauso wie deins. Du hast nämlich erwähnt, ab 100 gibt es ein Leben. Es gibt erst ab 200. Also. Ja, Test bestanden. Ja.
du darfst weiterspielen. Wunderbar. Oh ja, Synchronschleudern. Ist es nicht fantastisch? Oh, ich glaube, wir haben es gehört. Oh, was ist denn das? I'm gonna mangle you a green slime. Das ist der mit dem Affe vorne drauf, ne? Was für ein Affen? Da vorne, auf der Brust. Das ist ein Affengesicht. Natürlich. Ja. Ist das Kalle vorne drauf? Könnte fast sein, Er war jung und brauchte das Geld. Oh, jetzt kommt er gleich rein und dreht aber uns hier. Aber man hat so einen komischen grünen Rucksack drauf. Ah. So. Ja, die gab's doch damals so als... Das war trendy. So Rucksäcke, die aussahen wie Turtle Shells, gab's damals als Merchandise. Das gibt's auch heute wieder, oder? Bestimmt, aber ich erinnere mich noch dran, damals, nach dem ersten Film. Hast du nicht so einen? Gehst du damit nicht zur Arbeit? Ja, nicht nur zur Arbeit, das ist... Mhm. Bloß, ich habe mir den... Ich habe mir den Turtle Shell auf den Rücken tätowieren lassen. Ach so. So, verzieh dich, du, ja. Das wollen bestimmt ein paar sehen. Genau. Das kannst du ja dann später noch aufnehmen, wenn ich weg bin. Ja. So, zweites Level. Ja. Die Zeit rennt dahin. Bonus-Level. Ja, rennt auch. Im Moment geht's eigentlich. Die Mütze hält gut zurück. Ja, hält's alles hier drunter. Ja. Jetzt nicht abmachen. So eine Wasserblase da drunter, ja. Ich mach oben, du unten. Ja, das muss man hier ein bisschen das abdecken. Das hab ich immer anders gemacht, aber egal. Na, weil du es falsch gemacht hast. Siehste? Ja, okay. Siehste, ja. Unten kenne ich die Gegner nicht, ja. Guck. Ja. Ja, aber schön, dass du uns die Animationen zeigst. Ja. Wir wollen ja alles vom Spiel zeigen. Ja, eben. Ganz wichtig. Wenn schon, denn schon. Ich würde auch gerne mal was treffen. Ja, du musst da hauen. So. Warum habe ich eigentlich das coolere Suspensorium an? Was hast du an? Weichteilschutz. Heißt das? Suspensorium? Suspensorium? Ja, nee, ist schon okay, aber. Sieht so aus! Ich wusste nicht, dass das bei Turtles unbedingt wichtig ist. Ja, natürlich, hallo? Ja, okay. Jetzt weiß man wenigstens, wo du den Turtles hinguckst, ne? Ich sehe den Turtle in seiner Gesamtheit. Mhm. Perfekt. So grün wie Hulk. Nur nicht so breit. Ah! Mensch. Das, da wollte man doch bald die Pizza, ja. Ah! Oh, komm jetzt. Du kannst aber auch gar nichts, gell? Ja, guck mal, jetzt haben wir gleich viel Leben. Ja. Nee. Doch jetzt, okay. Ja. Du kannst aber auch gar nichts. Ja, ich treffe wenigstens. Ja. Das. Ich lass mich auch treffen. So. Wo ist er? Der Red King. Zack, zack. Sprung und Tritt musst du machen. So, guck mal. Ja, hier, mein du Freund. Lernst vom Besten. Ich, von mir, ja. Mhm, von dir selbst. Ah! Pizza! Verdammt. Pizza Time! 2P, das ist der bessere von beiden, siehst du? Ne, nur weil ich dir die Leute überlassen habe, damit du nicht rumholst, damit du wenigstens ein bisschen Energie kriegst. Kommt der jetzt bald mal, das dauert ja ewig. Da ist er. Da ist er. So. Ja. Ja. Also. Mach du das mal allein. Mhm. Ah! Hallo, der lässt mich gar nicht springen. Ja, Penner. Achtung. Hoch. So. Da oben trifft dich doch nicht. Blabber mal geschmeidig. So, weiter geht's. Das gibt's aber. Guck mal, das bröckelt schon. Was ist denn hier für eine... Das gibt's nicht. Du musst dir echt mehr Mühe geben, Mann. Sonst ist das hier bald beendet. Ich spiele den Part des liebenswerten Trottels. Okay, das eine stimmt, liebenswert, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Moment! Des gut aussehenden Bos. So, mach den jetzt mal fertig, komm. So, ja, ich muss es wieder machen, weißt du, du mit deiner 2 Striche. Das kommt davon, warum keine Ahnung halt. Also, du jetzt. Hm. Hauptsache geschafft. Ja. Wir haben Skill gezeigt. Yeah. Irgendwo. Oh, der Technochrome. Technochrome, ne?